Emil bleibt am Leben, aber ich werde ihn genau beobachten. Die Schuld für alles, was diese Magier getan haben, ist euch zuzuschreiben. Seht euch nur an, wie ihr sie behandelt. Ist es ein Wunder, dass sie verzweifelt sind? Dieses Argument habe ich schon oft gehört. Vielleicht sind sie nicht verderbt. Vielleicht verdienen sie Nachsicht. Vielleicht kann man sie retten. Man könnte mit denen vielleicht die Hälfte aller Gräber von Kirkwall füllen. Da werde ich doch nicht noch mehr aufhäufen. Genug jetzt. Mir fehlt die Geduld, weiter mit euch zu debattieren. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Champion. Hättet ihr eine Minute, Hawk? Ich weiß, das ist eine alte Geschichte, aber erinnert ihr euch an das Haus in der Oberstadt, in dem sich Bartrand verbarrikadiert hatte? Bartrand hat jetzt, wo er im Sanatorium ist, keine rechte Verwendung mehr dafür. Also habe ich versucht, es zu verkaufen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Markt für die Häuser von wahnsinnigen Mördern besonders groß ist. Die gruseligen Leute, die sich dafür interessieren, sind im Allgemeinen nicht diejenigen, die genug Geld besitzen, um mich davon zu befreien. Ich habe in Rivain einen niedrigeren Adligen gefunden, der es ungesehen gekauft hat. Aber jetzt gibt es leider ein Problem. Der Käufer behauptet, in dem Haus spuke es. Jeder, der die Geschichte des Hauses kennt, würde sämtliche nächtlichen Geräusche Geistern zuschreiben. Ich habe es möglicherweise versäumt, dem Käufer gegenüber die bewegte Geschichte des Anwesens zu erwähnen. Es gab wohl einige kleinere Problemchen. Flüsternde Stimmen in den Wänden, Erscheinungen, Dinge, die sich von allein bewegt haben. Ich hoffe, die Ursache ist ein Relikt, das Bartrand aus den tiefen Wegen mitgebracht hat. Wir zerstören es und schon ist der Spuk Geschichte. Na schön, untersuchen wir das Anwesen. Mal wieder. Danke, Hawk. Ich wusste, er wird mich nicht hängen lassen. Gebt die Richtung vor. Ihr habt... Weißt du, du spielst besser Karo Rücken als mein Vetter Vida. Allerdings wedelst du immer mit dem Schwanz, wenn du ein gutes Blatt hast. Darauf solltest du achten. Sein Schwanz ist ziemlich kurz. Ich bin mir sicher, das fällt niemandem auf. Ich sage nur, dass er schon mehr als 2 Sovereigns vorne liegen könnte, wenn er auf seine Körpersprache achten würde. Mein Onkel Emmett hat ein ganzes Rudel Rattenterrier, die jede Woche spielen. Sie sind ein wirklich abgefeimtes Pack. Du musst noch viel lernen, wenn du mal so gut werden willst wie sie. Nimm's nicht so schwer. Du bist immer noch besser als Anders. Sehen wir uns später im gehängten Mann?
Stücks und hat mir mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt.